So, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen. Hier kann man ziemlich nah an das Wasser gehen. Also ich glaube, man darf hier jetzt nicht schwimmen gehen. Darf man einen Stau sehen, glaube ich, an sich nicht. Yo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie man vielleicht unschwer erkennt, bin ich gerade in Hessen. Also die Videos schon länger gucken, wissen ganz genau, was dieser Hintergrund zu bedeuten hat oder an sich auch hier mein ganzes Wohnumfeld, zum Beispiel da auf PC und ach, ist ja auch egal. Ich habe euch vor ein paar Tagen in Instagram gefragt, beziehungsweise eine Abstimmung gestartet, soll ich wirklich mal versuchen, Daily Vlogging zu machen oder wirklich jetzt mal eine Woche mir die Challenge stellen, jeden Tag ein Video hochzuladen? Ja, und die meisten von euch hatten dafür gestimmt, dass ich es tun soll. Das Problem ist, ich kann es leider nicht mehr gucken, wie viele, weil die Abstimmung gestern war und leider jetzt schon wieder weg ist. Also gestern wurde sie halt so gesehen beendet nach 24 Stunden. Ja, und jetzt würde ich sagen, versuche ich euch wirklich jeden Tag mitzunehmen. Wenn ich es einen Tag lang mal nicht schaffe, muss ich irgendeine Bestrafung machen. Die könnt ihr meinetwegen in die Kommentare ballern und dann gucken wir einfach mal. Ihr dürft jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was ich so als Bestrafung machen soll, falls ich es einen Tag nicht schaffen sollte. Und ich werde jetzt erstmal die nächsten 7 Tage Daily Vlogging machen und nehme euch mit. Ich hoffe, ihr guckt sie dann auch und denkt euch nicht so jeden Tag so, yo, nicht schon wieder ein Video, das geht mir zu schnell, weil ihr es im Moment eher gewohnt seid, dass reduziert Videos kommen. Aber jetzt wird jeden Tag durchgeballert, Freunde, und ich würde sagen, ich habe noch ein bisschen was zu tun heute, unter anderem den Hof pflastern. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Okay, Freunde, also hier die Stelle soll jetzt noch gepflastert werden. Das Ding ist, mir ist aufgefallen, wir haben gar nicht mehr so viel Kies. Da liegt jetzt nur ein Sack. Das wird jetzt nicht ganz reichen, aber ich denke mal, ich fange jetzt einfach mal an. Okay, Freunde, die ersten 4 Steine sind jetzt schon gelegt und ich hoffe, ihr wundert euch nicht, weil ich bin jetzt nicht der XY-Gartenlandschaftsbauer, der das wirklich komplett gut drauf hat. Ich habe noch so ein bisschen Vorerfahrung aus einem früheren Praktikum als Gartenlandschaftsbauer und ich hoffe, das reicht mir aus, um dieses kleine Stück hier noch zu pflastern, aber ich gehe jetzt erstmal Mittagessen und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, ich habe jetzt gerade noch zum Mittag gegessen und noch ein paar Reihen gepflastert. Das Problem ist einfach nur, irgendwie kommt man damit nicht so schnell voran, wie ich es dachte. Und jetzt habe ich mir noch so einen schönen Bluterguss hier an der Hand geholt. Ich glaube, ich lasse das heute erstmal. Vor allem, ihr seht ja schon, wie hier die Sonne reinballert. Ich filme jetzt nicht aus dem Fenster, sonst wisst ihr alle, wo ich bin oder keine Ahnung. Das Problem ist halt nur, die Sonne knallt halt wirklich gerade und ja, ich denke mal, ich werde jetzt mal eine Pause machen. Vielleicht gehen wir später noch kurz in den Pool. Und wir fahren heute auf jeden Fall nochmal mit dem Mofa weg. Ich versuche das irgendwie so einzurichten, dass das so Motorrad-Vlog-mäßig rüberkommt und teste das vielleicht in nächster Zeit mal. Mal gucken, Freunde, aber wir fahren auf jeden Fall gleich mal mit dem Mofa weg und ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder. So, Freunde, ich befinde mich jetzt hier an einem kleinen Stausee in den umliegenden Dörfern. Das Ding ist halt einfach nur, ich habe voll vergessen, irgendwie weiter zu filmen, weil irgendwie hat sich die Möglichkeit auch nicht wirklich ergeben, jetzt noch groß was aufzunehmen. Darum werde ich das jetzt ein bisschen nachholen. Hier geht's Treppen runter. Okay, Freunde, ich habe nur so ein kleines Problem. Die meisten, die gestern, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich vorgestern, meine Instagram-Story geguckt haben, die werden wissen, dass ich mich leicht an den Armen verbrannt habe. Und das Blöde ist halt einfach nur, das Sonnenspray, was ich normalerweise immer nehme, war ausverkauft. Und ich war sogar noch in einem anderen Laden und da gab es das erst gar nicht. Und, ja. Also hier ist so ein kleiner Stausee. Hier sieht man auch dieses komische Häuschen und da unten irgendwie dieser Ablauf. Aber das Ding ist, ich glaube, ich bin leicht überladen. Ich war nämlich gerade noch ein bisschen einkaufen. Und wenn ich jetzt mal so überlege, wie schwer ich bin, wie viel mein Mofa überhaupt drauf haben darf, weil es ist ja auch nur ein Einsitzer.
Und wie es einfach gerade schon am Abkacken war, so wirklich wegen der Temperatur auch. Also normal läuft das Mofa ganz gut bei so Temperaturen, aber berghoch kackt es dann total ab. Und jetzt noch mit so 10, 15 Kilo Gepäck im Rucksack. Ja, ist vielleicht easy, leicht ein bisschen überladen. Oh, eine Kreuzung. Toll, wo soll ich jetzt hingehen? Also okay, da geht's glaube ich um den See. Da will ich nicht lang gehen, das sieht so ein bisschen dunkel und verlassen aus und das da führt wahrscheinlich auch irgendwo in die Irre da hinten auf irgendein Feld. Nehmen wir mal den Weg hier. Also Freunde, ich hoffe echt, dass ich das mit dem Daily Vlogging die Tage ganz gut hinkriegen werde oder meistern werde. Also ich hoffe es, weil wenn ich jetzt mal überlege, wie ich heute einfach schon vergessen habe, ein bisschen was zu filmen, war halt jetzt nicht so das Beste. Ich dachte nämlich gerade schon wieder so, jetzt hast du ja kaum was gefilmt, der Tag ist gleich rum, die Leute haben nichts gesehen, dann kannst du auch eigentlich gar keinen Vlog hochladen. Andererseits schulde ich euch mal wieder ein Video und irgendwie habe ich auch voll Bock jetzt in den Ferien Videos zu produzieren. Ist dezent windig, ich hoffe man hört mich. Freunde, ohne Witz, sowas feiere ich. So ein geiles Wetter, die Natur ist wieder grün, vor allem diese komischen, wuschigen Bäume hier. Ich habe jetzt nicht die beste Ahnung von so Stauseen, aber WTF ist da so ein Seil, also so ein Netz. Warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Ich würde sagen, ihr habt jetzt einfach ein paar Cinematic-Aufnahmen verdient. Bitteschön. Ich bin jetzt schon fast wieder einmal um den See, werde mich auch noch einen Moment auf eine Bank hocken. Wisst ihr, was ich einfach richtig geil finde? So ein Wetter ist die nächsten 30 Tage gemeldet. Freunde, der Sommer ist wirklich da. Also ohne Witz, ich muss auch sagen, so ein Wetter muss man einfach ausnutzen. Also stellt euch einfach vor, ihr sitzt in 4 Monaten wieder nur in der Bude rum, weil es draußen arschkalt ist, minus 10 Grad und überall Schnee liegt und wünscht euch so ein Wetter. Also wenn ihr bei dem Wetter nichts unternehmt oder nicht vor die Tür geht oder so, seid ihr echt selber dran schuld. So Freunde, ich werde jetzt noch heimgehen. Das Problem ist einfach nur, was mir auch aufgefallen ist, mein Kanal hatte gestern Geburtstag. Das habe ich einen Tag vorher erst wieder gepeilt, so wie jedes Jahr. Ich vergesse es fast immer. Naja, auf jeden Fall werde ich mir jetzt mal Gedanken machen, ob ich in nächster Zeit noch ein Geburtstagsspecial raushauen soll. Und das mit dem Daily Vlogging soll halt auch so ein bisschen eine Entschädigung für euch sein. Also ganz kurz, Freunde, 14.666 Kilometer ist sie jetzt gelaufen. Ist für so ein 30 Jahre altes Mofa, also A sieht es noch top aus und B ist das an sich, würde ich mal sagen, für einen Roller oder für ein 25er fahrtüchtiges Fahrzeug schon ziemlich viel. Ich muss dazu sagen, aber ich bin jetzt keine 14.000 Kilometer damit gefahren, sondern ich habe sie, glaube ich, mit 12.700 bekommen und fahre sie jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren. Also ich fahre jetzt nicht halt jeden Tag damit, sondern halt nur in Ferien. Die meisten von euch wissen Bescheid, ich bin ja nur in Ferien hier in Hessen oder so. Und ich bin mal gespannt, ob wir diese Ferien vielleicht noch die 15.000 knacken. Ich sag euch dann Bescheid, Freunde. So, und ich würde sagen, wir verlassen jetzt hier diesen idyllischen Ort. Ich melde mich gleich zu Hause wieder. Ich werde jetzt während der Fahrt nichts aufnehmen, vor allem, weil ich ja hier die 10, 15 Kilo Gepäck im Nacken sitzen habe. Ja, und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Das Ding ist, ich war damals an diesem Ort schon mit Das Dave und Das Murph. Unter anderem mit Das Murph, als wir Rollertour gemacht haben, die allererste. Und ja, das war auch nochmal, da waren wir irgendwann abends hier, also so wie jetzt ungefähr. Und die Sonne steht halt noch so hoch, aber wir haben schon, ich glaube, 7 Uhr jetzt. Und ich hoffe, diesen Ort gibt es auch noch, beziehungsweise er ist noch angeschaltet. Viele von euch wissen jetzt wahrscheinlich, wovon ich rede. Aber ich würde sagen, lasst euch überraschen. Wir machen jetzt eine schnelle Blende und dann werdet ihr es sehen. So, Freunde, wir sind jetzt hier am Waldjacuzzi angekommen. Ich glaube, wir waren damals 2015 bei der Rollertour nochmal hier. Ich glaube, das Wasser ist sogar arschkalt, weil... Ja,
Boah, ist mega kalt. Wir hatten heute ja nur 20 Grad und dann sind das auch noch Steine, die eh dann kalt sind, wenn Wasser drüber ist überwiegend. Egal, Freunde, mein Lieblingsspruch, no risk, no fun. Also probieren wir das alles mal aus. Oh, ist das kalt. Oh. Also nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie wundert, weil ich habe ja gesagt, wenn ich einen Tag lang mal kein Video mache, was eventuell der Fall sein kann diese Woche, was ich aber nicht hoffe, ich versuch's wirklich, dürft ihr jetzt halt schon mal eine Bestrafung in die Kommentare schreiben, die ich dann eventuell machen muss. Ich würde das so machen, ihr schreibt Bestrafungen rein und die Bestrafung, die die meisten Likes in den Kommis hat, die kommt im nächsten Video dann irgendwie so als Abstimmung dahin, dann könnt ihr alle nochmal abstimmen zwischen zwei Bestrafungen. Ja, und dann kann es halt passieren, dass ich eine Bestrafung machen muss. Vorausgesetzt, es kommt einmal kein Video an einem Tag raus. Oder es verzögert sich um einen Tag, weil ich es doch innerhalb zwei Tage schneiden muss und nicht an einem Tag. Was auch der Fall sein könnte. Was ich aber nicht hoffe. Also nur, dass ihr das Grundprinzip jetzt so ein bisschen verstanden habt. Oh, Freunde, es ist einfach so arschkalt. Oh mein Gott. Naja, werden wir die unterste Stufe noch schaffen? Auch wenn ich heute es nicht wirklich geschafft habe, die spannenden und unterhaltsamen Momente einzufangen, hoffe ich, dass es doch nochmal spannend und unterhaltsam war. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und am besten, wenn ihr den Kanal abonniert. Um kein weiteres Video mehr zu verpassen, abonnieren ist kostenlos. Ja, und freut euch auf den morgigen Vlog. Haut rein, bis bald, ciao.